Brawler Pass besser spielen? Welche Taktik? In welchen Game-Mode? Welche Ausrüstung sollst du mitnehmen? Alles in diesem Video. Die wichtigste Waffe von Pass ist deine Super. Du kannst sie benutzen, um rasch Gegnern näher zu kommen oder dich in Sicherheit zu bringen. Mit seiner Super kann er mehrere Gegner in einem kleinen Umkreis stunnen, um sie zu treffen oder zu entkommen. Der Stun dauert länger, je nach Distanz, über die er seine Ulti angewendet hat. Beachte, das Auto-Aim mit seiner Super trifft immer, wenn der Gegner sich in einem kleinen Umkreis befindet. Bei ihm ist es tatsächlich erlaubt, die Super mit Auto-Aim zu verwenden. Außer der Gegner ist zu weit weg. Die Super lädt er passiv, wenn Gegner sich in seinem Umkreis befinden. Dabei kann er sich gut hinter einer Mauer oder in einem Busch verstecken. So kannst du übrigens auch Gegner im Busch entdecken, die sich in deiner Nähe befinden. Tipp zum Spielen: Versuche nicht den gleichen Gegner zweimal hintereinander zu stunnen, weil dann die Stunzeit für den Reload verbraucht wird. Achtung, im Nahkampf ist er nicht so stark. Darum möglichst immer mit seiner Super zuerst angreifen. Die richtige Taktik ist, seine Super nicht durch Angriffe aufzuladen, sondern passiv, indem du dich im Umkreis von Gegnern aufhältst. Achtung, Bass kann angegriffen werden, während er seine Super benutzt. Darum Vorsicht, am besten nur mit vollen HP angreifen. Deine Super kann auch unterbrochen werden, wenn er gestunt wird oder einen Knockback erleidet. Deine Ausrüstung. Nutze die stärkere Torpedo-Star-Power, um seine Stun-Dauer zu erhöhen. Auf sehr offenen Maps kann die Star-Power alles im Blick sehr gut sein, weil sie den Umkreis erhöht, wo er seine Super aufladen kann. Das Reserve-Boje-Gadget, das die Super direkt auflädt, ist sehr nützlich. Zum Beispiel in Showdown für einen frühen Vorteil oder im Brawl Ball, um schnell zu einem Gegner oder zum Ball zu kommen. Beachte aber, eine Super, die mit dem Gadget aufgeladen wurde, hat keinen Stun-Effekt. Röntgenbrille-Gadget kann nützlich sein auf Maps mit sehr vielen Büschen. Bei den Gears wähle ich Schild und Schaden. Was sind seine besten Spielmodi? Ich finde Showdown auch mit den Würstchen, weil er dort dank dem Gadget schon mit seiner Super starten kann und so einen kleinen Vorteil hat. Außerdem gut ist er im Brawl Ball oder Jam Grab, weil er dort seine Super benutzen kann, um den Ball zu schnappen oder Gems einzusammeln. Ein Spezialtrick, der nicht ganz einfach ist. Stunne den Gegner, der den Ball hat, dann benutze das Gadget, um die Super wieder zu laden, schnapp dir den Ball und schieß ihn ins Tor, während die Gegner noch betäubt sind. Da musst du aber sehr schnell sein. Jetzt viel Erfolg und Spaß mit Bass.